Herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es um das Thema Bellen. Wir werden uns so ein bisschen mit verschiedenen Bellformen beschäftigen. Ihr erfahrt, wann ihr eurem Hund das Bellen nicht verbieten solltet und wann es durchaus Sinn macht. Und am Ende des Videos gehen wir auf so einen Klassiker ein. Es schellt an der Tür und da zeige ich euch auch noch ein paar Übungen, die ihr dann in der Praxis direkt umsetzen könnt. Ja, das Thema Bellen ist ja weit verbreitet und stört ganz, ganz viele Leute. Letztendlich muss man sich einmal bewusst machen, dass es eigentlich ja nur eine ganz normale Kommunikationsform des Hundes ist. Das heißt, der Hund drückt sich aus und teilt damit etwas mit. Also prinzipiell ist es erstmal was ganz Normales, wenn das Bellverhalten so im Normalbereich liegt. Es gibt natürlich auch Hunde, die steigern sich da rein, die rennen stundenlang in der Wohnung rum oder am Gartenzaun, dann ist es natürlich nicht mehr normal. Grundsätzlich ist es aber erstmal etwas sehr Natürliches. Wenn man sich jetzt damit beschäftigt, was darf der Hund, was darf der Hund nicht, dann sollte man sich auch damit beschäftigen, warum bellt denn der Hund? Da gibt es ein paar unterschiedliche Möglichkeiten oder Formen, die können wir jetzt auch gar nicht alle in diesem Video besprechen, aber es gibt so ein paar Klassiker. Ein Hund kann beispielsweise ein einfaches Wuff machen, das kennt jeder, der Hund liegt irgendwo, wuff kurz auf, das ist eine reine Kommunikation an Artgenossen oder Sozialpartner, damit sagt er nur, ich habe was gehört, da ist irgendwas passiert, das ist eine kleine Warnung, da geht es um Aufmerksamkeit. Genauso kann ein Hund natürlich verbellen, eine andere Person oder auch am Gartenzaun. Das ist ein Stück weit ja auch etwas, was wir gefördert haben im Rahmen der Domestikation, was also ursprünglich mal gewollt gewesen ist. Aber letztendlich sind das natürlich solche Sachen, die teilweise nicht mehr gewünscht sind. Wenn jetzt ich beispielsweise in einem Restaurant sitze oder einem Café, es kommt ein Kellner rein, der Hund fängt an, dann zu verbellen, das würde ich natürlich abbrechen. Da würde ich meinem Hund natürlich sagen, dass er das bitte nicht tut. Genauso ist es beim Aufforderungsbellen. Das beobachte ich auch häufig, wenn der Halter irgendwas in der Hand hat und der Hund möchte das haben, dann sitzt der Hund neben dem Halter oder springt ihn an, fängt an zu bellen. Das ist dann für mich dieses Motzbellen. Der motzt den Halter an und sagt so, jetzt gib mir bitte das her oder mach endlich irgendwas. Sowas würde ich natürlich auch nicht zulassen. Da sollte der Hund entweder keinen Erfolg mit haben oder ich sollte den Hund wegschicken, sollte den Hund auch da abbrechen. Also das sind solche Bellformen, die ich durchaus reglementieren kann. Und dann gibt es aber auch ein paar Bellformen, da muss man so ein bisschen aufpassen. Und worauf ich besonders eingehen möchte hier, ist das Erregungsbellen. Das ist nämlich das, was der Hund auch sehr häufig zeigt, wenn der Halter nach Hause kommt oder wenn Besuch kommt. Letztendlich passiert beim Hund ja Folgendes. Der Hund liegt meistens irgendwo entspannt, dann schellt es oder es kommt Besuch. Die Schelle kündigt letztendlich ja auch nur an, dass jemand kommt oder dass Besuch kommt. Es kann auch der Schlüssel sein, der im Schloss gedreht wird vom eigenen Halter. Und der Hund kommt in eine Erwartungshaltung. Das heißt, die Erwartung des Hundes ist da, führt dazu, dass das Erregungsniveau sehr, sehr stark steigt. Und dann ist der Hund in dieser Erregungslage, nutzt dann das Bellen ein Stück weit zum Stressabbauen. Was der Hund dann hat, ist eine Form von Stress. Das ist der sogenannte Eustress, also ein positiver Stress. Und das erkennt ihr auch daran, dass die Hunde in einer sehr, sehr starken Bewegung sind. Das heißt, die Hunde laufen vor und zurück, die bewegen sich sehr, sehr stark. Meistens bewegt sich dann der ganze Hund, Schwanz wedelt, und dabei bellt der Hund. Das sind so klassische Indizien für das Erregungsbellen. Und das Problem dabei ist ja, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist eine Form der Stressbewältigung. Wenn ich das jetzt abbreche, das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise den Hund mit Wasser bespritze oder wenn ich jetzt irgendeine Schelle nehme und den Hund damit bewerfe, das haben früher ganz viele Trainer geraten, dann unterbinde ich zwar dieses Bellen, aber der Hund bleibt trotzdem in diesem hohen Erregungsniveau und kann den Stress nicht mehr anders verarbeiten. Man kann das auch schön mit einem Druckkochtopf vergleichen. Wenn dort das Wasser kocht, dann entsteht einfach ein gewisser Druck in diesem Topf und dann gibt es immer ein Ventil, wo das Wasser bzw. der Dampf rauskommt, und würde das nicht funktionieren, wäre das nicht mehr möglich, würde dieser Topf explodieren. Und nichts anderes ist es beim Hund. Der Hund muss auch eine Möglichkeit haben, diesen Stress irgendwie abzubauen.
Das bedeutet, letztendlich sollte man da am Erregungsniveau arbeiten, aber es macht halt in diesen Erregungsbällen erstmal keinen Sinn, den Hund zu unterbrechen. So, wir starten mal mit dem ersten Tipp. Was könnt ihr machen, wenn euer Hund bellt, wenn ihr nach Hause kommt oder wenn es schellt und wenn euer Hund sich da sehr aufregt? Eine Sache, die ich immer wieder höre, ist, es wird geraten, den Hund zu ignorieren. Das sagen viele Hundeschulen, ja, ignoriert den Hund und dann wird sich das Ganze schon legen. Und da möchte ich mal kurz darauf eingehen, tut das nicht. Ich würde den Hund nicht ignorieren. Wenn ihr den Hund ignoriert, ist das eigentlich eine sehr, sehr komische Sache. Also man kommt nach Hause, der Hund freut sich, der Halter freut sich meistens auch. Den Hund dann einfach links liegen zu lassen und zu ignorieren, ist einfach sehr, sehr komisch. Es ist etwas völlig Normales, dass man sich sozial begrüßt. Eine soziale Begrüßung gibt es bei uns Menschen auch. Wir sagen ja auch Hallo und genauso sollten wir unserem Hund auch Hallo sagen. Hier ist nur immer die Frage, wie man das Ganze macht. Ich kann das natürlich sehr überschwänglich machen. Der Hund ist aufgeregt, der Hund ist in einer hohen Erregung. Wenn ich jetzt auch an dem Hund rumwusel, wenn ich ihm jetzt mit einer hohen Stimme anspreche und sage, ach, habe ich dich vermisst und fange da an rumzuwuseln, dann fördere ich natürlich diese Aufregung. Das heißt, wenn ich der Aufregung meines Hundes selber mit Aufregung begegne, dann ist das so ein bisschen wie Öl ins Feuer gießen. Was kann ich da machen? Ich kann den Hund begrüßen, ich kann mich runterbeugen, ich kann sagen, hey, ich freue mich auch, dass du da bist, dass wir uns wiedersehen, aber ich kann das Ganze auch mit Ruhe machen, den Hund mal ruhig abstreifen und dann auch gar nicht zu lange in die Interaktion gehen, dann meinen ganz normalen Sachen nachgehen und damit habe ich schon mal viel Energie rausgenommen. Erfahrungsgemäß hilft das viel, viel besser als den Hund ignorieren. Eine weitere einfache Möglichkeit, was ihr tun könnt, gerade in Bezug auf dieses Erregungsbellen, ist es, wenn ihr eurem Hund bei der Begrüßung, die wie gesagt ruhig stattfinden sollte, etwas gebt, worauf er knautschen kann. Das kann ein Dummy sein, das kann irgendwas anderes Weiches sein, ein Stofftier, das könnte auch ein Ball sein. Der Hintergrund ist der, dass einmal der Hund natürlich etwas zu tun hat, das heißt, er knautscht, hat etwas im Maul und wenn er etwas im Maul hat, in dem Moment kann er nicht bellen. Damit reduziere ich also so ein bisschen die Bellzeit. Der andere Grund, warum das sehr gut ist für die Hunde, ist letztendlich der, dass die Hunde dann durch dieses Knautschen an sich, durch die Bewegung der Kiefermuskulatur auch den Stress, den sie sowieso schon haben, abbauen können. Was ebenfalls sehr gut funktioniert, ist, dass ihr eine Verbindung zwischen Schellen und dem Ruheplatz des Hundes herstellt. Grundvoraussetzung dafür ist, dass der Hund gelernt hat, auf ein Kommando, auf eine Decke oder in sein Körbchen zu gehen. Wenn ihr nicht wisst, wie man das macht, dann verlinke ich euch am Ende des Videos nochmal ein Video, da habe ich das schon mal gezeigt, mit einem Welpen, wie ihr das Kommando Decke beibringen könnt. Ob ihr da eine Decke nehmt oder ein Körbchen, ist erstmal egal. Wichtig ist nur, dass der Hund verstanden hat, dass wenn ihr also Decke sagt, der Hund automatisch in einen Raum geht und sich auf diese Decke legt. Wenn das verknüpft ist, dann kann ich das Ganze auch noch mit der Schelle verbinden. Bedeutet, es schellt, dann unmittelbar nach dem Schellen bekommt der Hund das Kommando Decke und das wird dann einfach die ganze Zeit wiederholt. Am einfachsten ist es, ihr habt Freunde, die euch da helfen oder Lebenspartner, irgendjemand, der die ganze Zeit schellt, dann kriegt der Hund immer das Kommando in die Decke. Wenn das Ganze häufig wiederholt worden ist, dann führt es dazu, dass es schellt und der Hund automatisch in sein Körbchen, automatisch auf die Decke geht und damit natürlich ein Stück weit auch wieder die Erwartungshaltung abgebaut wird. Die letzte Möglichkeit, die ich euch vorstellen möchte, ist das körpersprachliche Begrenzen des Hundes. Da habe ich ja ein paar Sachen schon in dem Video Grenzen setzen zu erklärt. Und das kann ich ganz einfach auch hier bei dem Schellen anwenden. Bedeutet, der Hund ist in seinem Körbchen oder auf seiner Decke, liegt irgendwo, es schellt. Ihr bereitet das so ein bisschen vor. Am Anfang kann man das natürlich auch stellen. Dreht euch dann gegen den Hund, in den Hund rein, schickt ihn mit dem Körper zurück. Dabei ist es auch nicht schlimm, wenn ihr den Hund berührt. Wichtig ist nur, dass der Hund dann unterbrochen wird in dem Moment, wo er aufsteht und ihr ihn dann zurück in das Körbchen schickt. Wiederholt ihr das ein paar Mal, hat der Hund das dann irgendwann auch relativ schnell verstanden und das ist auch eine sehr natürliche
Möglichkeit, mit dem Hund zu arbeiten und fördert letztendlich dann auch, dass der Hund entspannt. Gerade wenn Besuch kommt, ist es sehr gut geeignet zu trainieren, weil ihr könnt es auch ein bisschen vorbereiten. Ihr wisst ja, wann Besuch kommt und könnt euch dann auch so positionieren, dass ihr das entsprechend mit dem Hund üben könnt und hinbekommt. So, ihr habt jetzt ein paar verschiedene Möglichkeiten kennengelernt, was ihr mit euren Hunden üben könnt, was ihr da machen könnt. Generell sei nochmal gesagt, dass natürlich ein Hund, der ausgelastet ist, der zufrieden ist, der müde ist, ja auch gar nicht mehr so schnell in ein hohes Erregungsniveau verfällt, beziehungsweise dem es da generell einfacher fällt. Und wenn wir über dieses Thema Auslastung reden, da sei auch nochmal gesagt, dass die richtige Auslastung natürlich auch immer abhängig ist vom Hund. Wenn ich jetzt einen generell hektischen, nervösen, ja, gestressten Hund habe, dann ist das ein Hund, der eher mit ruhigen Dingen beschäftigt werden sollte. Da sollte ich eher Kopfarbeit machen, Nasenarbeit, letztendlich ein Stück weit Entschleunigung machen. Da wäre also fatal, wenn ich mit so einem solchen Hund jetzt sage, okay, ich fange jetzt an, Agi zu machen, ich fahre mit dem lange am Fahrrad oder ich spiele irgendein Ballspiel, damit ich den Hund auspower. Das funktioniert leider nicht, da habe ich gegenteilige Effekte. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang sind auch die Ruhephasen. Insbesondere bei solchen Hunden ist darauf zu achten, dass sie wirklich zur Ruhe kommen, dass sie am Tag genügend Ruhephasen haben. Das ist aber letztendlich ein eigenständiges Thema. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann hinterlasst uns doch gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.